Dieser attraktiven Erscheinung guckt Mann und Frau doch gern beim Kurzhanteltraining zu. 54 Jahre alt und immer noch fit wie ein Turnschuh. Ja, Kai Pflaume ist sportlich gesehen absolut keine Pflaume, sondern eher in der Form seines Lebens. Dass der erfolgreiche Moderator schon vor seiner Zeit im Rampenlicht ein Hingucker war, beweist er mit diesem Schnappschuss aus den 80ern. Lässig lehnt der damals 22-Jährige mit rockiger Lederjacke über der Schulter und schwarzem T-Shirt an einer Mauer. Sein Blick ist verträumt. Wow, sieht der cool aus! Finden auch Kais Fans und schreiben zu der Erinnerung, damals schon ein schöner Mann und Backstreet's back alright. Der Moderator postet das Schwarz-Weiß-Bild aber nicht, um Komplimente abzugreifen, sondern aus einem ernsten Hintergrund. Heute, vor 32 Jahren, am 28.09.89, kam ich mit vielen Träumen aus Leipzig in den Westen Deutschlands. Damals war ich 22 Jahre alt. Bis heute sind viele Träume in Erfüllung gegangen, die ich damals noch gar nicht hatte, so Kai. Mit seinem Beitrag erinnert er an den Fall der Berliner Mauer und seine Flucht aus der DDR über Ungarn und Österreich in den Westen Deutschlands vor genau 32 Jahren. Es sind genau diese Geschichten, die Menschen weiterhin inspirieren, nie damit aufzuhören, nach den Sternen zu greifen.